Oh, hier vorne ist ein Vieh, das müssen wir fighten. Ich hab gepupst! Falls ihr in GM1 seid, bitte in den Game Modul wechseln. Der hat. Du, Alter, du hast nicht wirklich Pfalz mit P-F-A-L-S geschrieben, ne? Nimm den Ding. Ob du wirklich hier richtig stehst. Weißt du, siehst du, wenn Max wieder am Saufen ist. Trotzdem First Blood. Easy. Dann brauchen wir einen für die Mitte hier wieder. Hallo. Also ja, Sepp steht dumm. Futter. Sepp, was machst du da? Was macht der denn gerade? Ja, Sammy! Du musst Sammy von der Tastatur runternehmen. Was macht der denn? Sepp rennt einfach nur von links nach rechts und schlägt und blendet. Ich sehe das auch gerade. Da bist du leider raus. Warst du in Köln? Warst du da? Nee. War ja draußen, ne? Ich bin heute tatsächlich. Fick dich. Alle auf Faust gehen und alle zu dem Raptor. Kommando Faust. Ja, du musst ihn hauen, wir boxen ihn. Wir boxen ihn, der andere Baller drauf. Oh. Was kannst du voll knicken, Sepp, du Bongo? Der ist ja rein! Ich glaub, der ist weg. Ja, ich kann's ja halt. Ich will dich nicht wegmachen, ich bin das doch nicht mal. Komm, wir kochen jetzt. Christian, machst du mit mir einen Kuchen? Ja, komm, wir machen Kuchen. Ja, komm. Schatz, hier hast du mal Mehl. Ja, ich hol dir Mehl rein. So, da, Mehl. Brauch alles Eier. Klar. So, was brauchen wir noch? Eier. Eier, wir brauchen Eier. Okay, und Milch. Hast du dein gefixt für dicke Eier? Eier hab ich auch noch. Milch. Was macht ihr denn da für so, Bullshit? Eier, was? Milch? Milch, ja, Milch, okay, ja, Milch hast du auch noch. So, hier. Alter. Wie scheiße ist das denn, Mann? Tja, ich wusste. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut so wie die kleinen Kinder Vögel. Nee. Das war No-Brainer von Peter. Peter Skin war ganz kurz ausgesetzt. Ich rede schneller als ich denke, kann man wie. Jetzt ganz ehrlich, also wir kommen von mir da rein und ganz ehrlich, die blöde Futz zum Beispiel heißt schon eine blöde Fotze. Ja, das ist schon ganz eindeutig. So, also und wir heißen Putzfutz. Also müssen wir. Putzfotze heißen oder so. Oder irgendwie. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz so sicher. Aber trink erstmal einen Schluck von meinem Energiegetränk. Max, ich würde aufpassen, ja? Zwing mich nicht dazu, die ganze Dose zu trinken. Ach, ich auch nicht. So, ich hab hier auch so einen Altar draufstehen mit euch sechs. Also uns fünf. Also euch fünf. Uns fünf. Euch fünf. So, hier, Schnittchen. Gib ihm. Das ist ein ganz schöner Mongo, ey. Kannst du natürlich mal ein bisschen was Waghalsiges machen. Boah, der hat gelernt, dass er die nicht voll weggeballt hat. LOL! WAS?! WAS?! LOL! Ich könnte auch was Waghalsiges machen. Alter, wenn ich jetzt nicht der aufnehme, werde ich jetzt ein Rage Quit gemacht. Weil das ist ja dieser eine Film da jetzt. Wie heißt der? Nudelgratin oder sowas? Ich habe keine Ahnung davon, aber das klingt so wie das Logische so ein bisschen. Du hast halt die erstmal. Warte, ich mach gerade einen wichtigen Zug bei Hearthstone. Ich muss mich gerade konzentrieren. Boah, so ein fieser Wichser, kann ich mich gerade nicht so hundertprozentig konzentrieren. Weißt du, vollste Auswort an. Vollste Auswort. Mein Gott, Antwort Auswort. Weißt du, Ginze macht uns echt alle dumm im Kopf, ohne Spaß. Muss es erstmal schon trinken. Being also wenn du, Wormwood, wenn du nur zwei Tage lang, wie gesagt, das Antibiotikum nimmst, dann. Sorry, dann sterben okay. Ja nur die Bakterien, die erstmal da keine Resistenzen von haben, aber logischerweise das nicht. Das macht voll Sinn. Das heißt, die Resistenzen haben, können sich dann vermehren, weil die nicht schon abgetötet worden sind. Und stattdessen, dass du die vermehren lässt, drückst du denen so viel Antibiotikum rein, dass die auch umfallen. So genau weiß ich das gerade jetzt nicht mehr. Weißt du, ich dachte, ich komme jetzt mit einer geilen Theorie an und du sagst entweder, boah, richtig gut, Dennis, genau so ist es, oder boah, das ist aber voll gescheit. Wo ist Peter denn? Da oben. Nein, du Hurenkind! Ach, was ist das denn jetzt hier für ein Bullshit? Oh Mann, ja, hier ist nicht mal was Gutes drin, hier sind Leitern drin, die ich gleich auf Blöcke platzieren muss. Wobei ich ja gar keine Blöcke sehe.
Aber hier sind doch, ist doch die Golddinger. Sind da nicht die Leitern dran klippen schon oder so? Au, du hast absolut recht. Jetzt verstehe ich dann auch. Allerdings haben die nur noch 800 HP. Ja, die kannst du easy reparieren. Oh shit! Oh nö! Wer hat ihn denn angegriffen? Keiner. Bram, deine ist gar nicht so schwer. Streng dich mal an. Ja, komm, dann mach ich das jetzt bei Bram auch nochmal. Na, einmal. So, machen wir mal einmal kurz und einmal durch hier. Boah, Leitern sind doch echt so das Simpelste. Das gibt's doch nicht. Okay, da bin ich runtergefallen. Das ist tatsächlich das Problem, Hardy, bei einer Leiter-Challenge. Ja, aber ich mache weit. Boah, fick dich doch! Das ist eine ganz schöne Fick-Challenge hier mit den Leitern. Ach, fuck off, was ist das für eine Wix-Challenge? Ja, guck mal, du bist wieder ganz unten. Das ist ja ganz simpel, die Challenge. Ich mach's halt einmal durch. Ja, ich mach das jetzt. Oh, den ersten schon wieder nicht geschafft. Okay, komm, Hardy, do it. Ja. Ach, was ist das denn? Na, da ja, aber machst du ja ganz easy. Zeigst ja, mir richtig die Karte wieder. Ja, pass auf. Wenn du einmal machst. Ich mach das jetzt. Ach, das ist doch ein Witz. Guck mal. Da musste ich erstmal kurz eine scheiß Lügengeschichte erfinden. Okay. Musst du trotzdem eine Lügengeschichte erfinden. Ja. Ich finde aber, auf dem großen Display kann man das viel besser spielen als auf diesem kleinen Mongo Wii U-Pad-Scheiß. Ja, wie viel bist du denn geworden? Letzter. Ja, ich hatte leider keine Mongo-Rakete. Im Untergrund. Ab wann ist es denn der Untergrund? Das kann nicht wahr sein, ich hab nach oben gedrückt. Unsere Sarah Connor aus Deutschland, by the way, hat eine Tochter, die ist jünger als ihr eigenes Kind. Quatsch, hat eine Schwester, die ist jünger als ihr eigenes Kind. Was heißt? Ja, ich glaube auch, Jay wird mittlerweile ein bisschen... Heißt? Ich glaube auch, dass Jay mittlerweile ein bisschen Hardy wird. Also, ein bisschen, weiß ich auch nicht, was sagen, aber ich eingeschlafen bin, während ich geredet habe. Nein! Das ist für eine Rakete! Was ist das? Die vor dem Ding auf, was runterkommt, das ist ja wohl ein Fehler! Was passiert hier gerade? Was ist das? Was ist das? Heute ist der heißeste Tag, der jemals aufgezeichnet worden, mit 40,3 Grad. Ich habe vorgestern ein Bild gepostet von meinem Auto mit 41,5 Grad. Also Moment, offizielle Temperaturmessung, wie ist denn das? Ist das jetzt die wird amtlich von amtlichen Wetterstationen aufgenommen. Was ist das? Sind die amtlich, oder? Ja, die wird von amtlichen Wetterstationen. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Aber vielleicht, ist das halt in der Sonne, ich weiß, warum das nur 40 Grad sind. Weil die amtlich sind, das heißt, sie sind verbeamtet, das heißt, sie haben um 11 Uhr schon aus und sind dann zu Hause. Das heißt, bitte kicken, bitte. Ja, bitte kick ihn auf jeden Fall. Nimm dich auf. Nein, Mann. Kommt er da nicht hoch? Du könntest die Teleport-Gun halt benutzen. Bester Einsatz der Teleport-Gun ever. Ich hab keine Ahnung, wie die geht. Oh. Wieso? Und tschüss. Bester Zug. Bam! Nein! Nein! Erklärt, ey! Hat er mir den weggezogen? Töte mich mal nicht, ich muss gerade Hardy misshandeln. So, wir verziehen uns jetzt hier in unser kleines Apartment. Alter, wie viel. Jetzt leg doch nicht den Kopf gleich in den Sand. Lol, Hardy macht gerade einen Hitlergruß. Hardy, Chris gegen. Nein! Sepp, Jay. Oh, nein, oh, nein, nein! Von Hardy hörst du auch immer nur. Nein! Damn. Nein! Oh, nein! 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 Ja, ach, das ist doch größter Bullshit, boah, Adi reitet gerade so geil, Christian. Humor für 10-Jährige. Ich krieg hier. Humor für 10-Jährige. Adi kriegt's gerade richtig in den Arsch.
Immer schön Querverbindung. Cool, jetzt haben wir hier so ein. Was wird das? Ein Achteck? 2, 4, 6, 8. Ja, bestimmt. Das wusste ich nicht. Mhm. Moment mal, hast du mich gerade zugebaut? Ich wurde gerade zugebaut. Alter, du hast mir wieder Angst hier. Ja, ohne Spaß ist aber passiert. Ich hab's auf Video, Alter. Ey, Sepp. Die solltest du benutzen. Sepp. Sepp ist AFK. Lol. Oh, nicht im Ernst, Sepp, oder? Wow. Boah, wie kann man nur? Oh nein. Wow, Sepp. Ich hab kein Handy, Mama. Was ist jetzt da? Wie nennt man jetzt das, was rückwärts gesprochen gleich ist? Palindrom. Ja, genau. Ah, natürlich. Das finde ich ja krass. Reittier ist auch eins. Leck mich am Arsch. Jo. Satzpalindrome sind ja voll geil. Alle Bananen, Annabella. Knabe, nie neben eine Bank. Was? Oh. Trug Tim eine so helle Hose nie mit Gurt? Charlie Boy! Ach ja, das sieht irgendwie lustig aus, wie der da runterfällt. Und wenn man sich vorstellt, da sind ja noch schreiende Kinder drin. Silber, yeah! Hast jetzt deinen Gay-Tanz fertig? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.